Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist jetzt tatsächlich schon das zweite Mal in meiner Hey Hey Niki Laufbahn, dass ich ein Monatsfavoritenvideo zweimal filmen muss, weil ich irgendwie den Ton versemmel. Deswegen habe ich heute zur Sicherheit zwei Mikros ausgestellt und ich hoffe, es klappt. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich endlich den Fehler gefunden und ich hoffe, es wird mir nie mehr wieder passieren. Aber ich wollte trotzdem unbedingt dieses Monatsfavoritenvideo filmen, auch wenn es jetzt so ein bisschen später kommt, weil ich erstens letzten Monat kein Monatsfavoritenvideo gemacht habe und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich seit Ewigkeiten nicht mehr so direkt in eine Kamera gesprochen habe und deswegen wollte ich heute ein bisschen quatschen. Die Sonne scheint heute. Wir haben aber auch ein bisschen Wolken am Himmel. Das heißt, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, liegt das daran. Ich wollte aber trotzdem unbedingt mit natürlichem Licht filmen. Wenn die Sonne schon mal da ist, dann wollte ich die auch ganz gerne nutzen. Ich hoffe, ich werde es später im Schnitt nicht bereuen, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Bevor ich mit Monatsfavorit Nummer 1 beginne, wollte ich auf jeden Fall auch Danke sagen für die ganzen lieben Kommentare und die Däumchen hoch bei meinen letzten beiden Videos. Mich freut es total, dass euch die Videos so viel Spaß gemacht haben und ja, so ein Daumen hoch und ein Kommentar hilft meinem Kanal sehr und freut auch mein kleines Herz ziemlich. Also danke dafür und ich würde sagen, wir legen los mit einem Produkt, was ich tatsächlich schon mal in einem Monatsfavoritenvideo gezeigt habe. Und zwar ist das das Haarliebe Trockenshampoo. Das gibt es jetzt aber in einer neuen Auflage. Und zwar sieht die so aus. Im Winter wasche ich meine Haare tatsächlich nicht so gern. Zum einen, weil ich dann so dieses Kältegefühl am Kopf habe, was ich nicht so gerne mag. Und ich mag es auch nicht, meine Haare zu föhnen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich kurz darauf meine Haare schon wieder waschen könnte und die fliegen dann auch so. Ich habe meine Haare heute zum Beispiel gewaschen und ich habe das Gefühl, die stehen so in alle Richtungen ab und deswegen versuche ich, die Zeit zwischen den Wäschen, zwischen den Haarwäschen immer so lang zu strecken, wie es nur geht, was bei mir trotzdem jetzt nicht so super lang ist. Also ich glaube, so 2-3 Tage komme ich gut klar und alles, was danach kommt, ist dann so, geht dann gerade noch so. Ich glaube, letzte Woche habe ich 6 Tage geschafft. Das konnte ich gar nicht glauben. Und es geht auch nur, weil ich so ein tolles Trockenshampoo habe. Und ich bin nicht so gut im Düfte beschreiben. Also das riecht sehr, sehr blumig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Und das riecht so für mich persönlich, wie wenn man in den Friseursalon reinkommt und es riecht nach diesen Friseurprodukten und Parfums. Und es ist so ein sehr konzentrierter, sehr starker Duft. Wie ich finde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal aufgetragen habe, war ich mir eigentlich sicher, dass ich sofort Kopfschmerzen davon bekomme. Aber inzwischen mag ich den Duft tatsächlich lieber als diesen Duft, obwohl ich beide wirklich gern habe. Ich habe aber das Gefühl, und ich glaube, das ist nur ein Gefühl, weil ich wüsste jetzt nicht, dass sich irgendwie an der Zusammensetzung was verändert hat. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert besser als das. Aber vielleicht täusche ich mich auch nur. Auf jeden Fall kann ich euch das sehr empfehlen, wenn ihr, ja, wenn ihr vielleicht auch auf so starke Düfte, manche sprühen sich ja tatsächlich Haarparfum ins Haar und das könnt ihr euch dann auf jeden Fall sparen. Also jetzt gerade für die Winterzeit, wenn ihr auch keine Lust habt, ständig eure Haare zu waschen, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir nun zu einem Produkt, was ich eigentlich schon seit Jahren im Kühlschrank stehen habe. Also nicht immer dieselbe Flasche, aber ich kenne das schon sehr, sehr lang. Aber ich habe das immer nur so hin und wieder benutzt. Aber in letzter Zeit benutze ich das ständig und für alles. Und zwar diese Sriracha Mayo. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der größte Sriracha-Fan. Ich mag den Geschmack tatsächlich eigentlich überhaupt nicht. Ich mache das trotzdem, wenn ich so asiatisch angehauchte Gerichte koche, mache ich das ganz gerne so als Topping drüber, um dem Ganzen so eine gewisse Schärfe zu verleihen. Aber so ein richtiger Fan bin ich nicht. Mit der Sriracha Mayo ist es aber tatsächlich ein bisschen anders, weil das Ganze durch die Mayo wird dieser Sriracha-Geschmack entschärft. Das heißt, es ist nicht so dieser penetrante Geschmack. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt so Menschen, die Sriracha lieben und Menschen, die Sriracha überhaupt nicht mögen. Und ich bin irgendwo dazwischen, aber in Kombination mit Mayo mag ich das super, super gern. Vor allem über Bowls oder Salate. Man kann es auch gut ins Dressing geben oder aufs Brot über Avocado. Ich finde, das ist so ein Allrounder und ich mag den sehr gerne und ich habe den in den letzten 2 Monaten auf jeden Fall wirklich sehr viel benutzt. Also wenn ihr Sriracha Mayo noch nicht probiert habt, dann
ja, macht ihr das vielleicht, nachdem ihr dieses Video hier seht. Es ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall auch vegan, also auch für die Veganer da draußen eine Option. Wir bleiben in der Küche. Und nein, jetzt ist die Sonne, glaube ich, weg. Ne? Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Wir bleiben in der Küche. Ich habe nämlich die perfekte Salatschüssel für mich gefunden. Ich habe die aber auch in meinen letzten beiden Videos benutzt, um zum Beispiel die Apfelfüllung zu machen für die Hefekürbisse. Ich war eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer neuen Salatschüssel, aber alle Schüsseln, die wir haben, sind tatsächlich recht groß. Und immer, wenn ich dann einen Salat mache, mache ich einfach grundsätzlich zu viel Salat, weil das sonst so mickrig aussieht in dieser großen Schüssel. Und das ist die perfekte Größe. Ich finde die optisch wunderschön. Die hat so einen Retro-Touch und so ein gefärbtes Glas, was so ins bräunlich-gelblich, gelblich-bräunliche geht. Ich finde sie wunderschön und ich habe sie von Ikea, habe ich das gesagt? Weiß ich gar nicht. Aber ich verlinke euch die auf jeden Fall mal, falls ihr Interesse habt. Ich hoffe, die gibt es noch und dann könnt ihr checken, ob es die bei euch im Ikea gibt. Ich liebe sie so sehr und ich überlege tatsächlich, mir einfach noch eine zweite zu holen. Einfach nur, falls diese Schale irgendwann mal kaputt geht. Aber ja, für mich die perfekte Salatschüssel, aber auch für alles andere einfach großartig. Ich wünschte, die gäbe es noch in kleiner und in größer. Dann würde ich mir die auf jeden Fall auch noch holen, weil ich die auch einfach, ich finde die so schön. Gerade auch so für die Herbst- und Winterzeit. Einfach so eine wunderschöne, schlichte Schüssel. Ich finde sie großartig. Machen wir weiter mit einem Fashion-Item. Ich kann es kaum glauben. Ich bin nicht so der Mode-Fan. Ich interessiere mich da tatsächlich nicht so für. Gib mir eine Jeans und einen Pulli und ich bin fertig für den Tag. Aber obwohl ich sagen muss, so im Herbst und Winter Strickmode, Strickpullover, das ist so voll meins. Also da werde ich auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen und Wochen mal auf die Suche gehen und mir ein paar neue Pullis besorgen. Aber ich muss sagen, wenn es so grundsätzlich um Mode geht, kann ich mich da wenig für begeistern. Vor ein paar Monaten habe ich allerdings bei Lily Pebbles in ihren Monatsfavoriten eine Tasche entdeckt und mich schockverliebt. Das ist mir, glaube ich, bei einem Mode-Accessoire oder generell bei Mode noch nie passiert. Aber ich war total begeistert und angefixt. Und das Problem war, dass diese Tasche ein TikTok-Hype war und überall ausverkauft. Überall. Es ist eine Tasche von Uniqlo. Die sieht so aus. Man sieht die jetzt von meinem schwarzen Oberteil nicht, aber ich habe sie direkt in zwei Farben gekauft und zeige euch dann mal hier diese Off-White helle Version. Das ist so eine, ja, ich würde sagen, so eine halbmondförmige, halbrunde Tasche, die man in verschiedenen Längen tragen kann, also ganz kurz oder lang, also so Crossbody. Ich trage die ganz gerne so ein bisschen als Brustbeutelersatz, also ein bisschen kürzer. Das ist ohne Witz, es ist einfach die perfekte Tasche. Das Problem ist nur, vor ein paar Wochen konnte man die tatsächlich nirgends kriegen. Die war komplett ausverkauft. Ich war dann irgendwann tatsächlich so verzweifelt, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, so einen Instagram-Aufruf zu starten, in der Hoffnung, dass irgendwer von meinen internationalen Zuschauern vielleicht diese Tasche findet bei sich und mir die zuschickt. Ich habe es nicht gemacht und irgendwann war ich dann bei Instagram und bekam die Uniqlo-Werbung Herbst-Winter angezeigt und dachte mir so, naja, okay, wenn du schon die Tasche nicht haben kannst, schaust du, ob es irgendeinen schönen Strickpullover oder so gibt. Und auf einmal war sie da. Ich habe, glaube ich, noch nie so schnell was bestellt und dann auch direkt in zwei Farben. Einmal, wie gesagt, in einem wunderschönen Schwarz und einmal in diesem Cremeton. Mittlerweile gibt es die, glaube ich, auch noch in ganz vielen verschiedenen Farben und es sind jetzt neue Farben dazugekommen. Ich mag so dieses, es gibt so einen Rostrot-Orange-Ton, den finde ich ganz schön. Und jetzt neu gibt es so einen Taub-Ton, den finde ich auch sehr schön. Also ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht nochmal die Tasche in Schwarz hole. Einfach, weil ich glaube, dass ich die unendlich viel tragen werde und für immer hält sie wahrscheinlich auch nicht. Obwohl ich finde, dass Uniqlo immer eine sehr gute Qualität hat. Und was ich an dieser Tasche vor allem so liebe, ist, dass die aus Nylon ist und dadurch so ein bisschen ja, wasserabweisend ist, nicht so anfällig, nicht so empfindlich. Und die ist super leicht. Das heißt, ihr könnt da eine Menge reinpacken. Die sieht zwar, ich weiß gar nicht, sieht die groß aus, sieht die klein aus? Ich finde, sie sieht relativ klein aus, aber da passt
eine Menge rein. Man kann das jetzt nicht sehen, aber die hat ja auch noch so zwei kleine Taschen. Aber da passt alles rein und ihr habt trotzdem nicht so das Gefühl, dass die einfach viel zu schwer ist, weil die einfach von Grund auf sehr, sehr leicht ist. Und ja, ich liebe sie so sehr. Also große Empfehlung, wenn ihr auf der Suche seid nach so einer guten Alltagstasche, die einfach super schlicht ist. Für mich ist es die perfekte Tasche. Ich würde sie mir immer wieder und immer wieder kaufen. Ich könnte auch noch stundenlang weiter erzählen, warum ich diese Tasche so liebe. Aber ja, wenn ihr interessiert seid, schaut auf jeden Fall mal bei Uniqlo vorbei. Tasche ist großartig und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Hype verstehe. Kommen wir nun zu einer Sache, wo ich tatsächlich überlegt habe, ob das irgendeinen Mehrwert für euch hat, wenn ich euch das zeige in dem Video. Aber mir geht es weniger um das Ding an sich, sondern mehr um die Geschichte dahinter und vielleicht auch, um euch so ein bisschen zu inspirieren, mal in so eine Richtung zu denken, falls ihr das nicht sowieso schon tut. Es handelt sich um diese wunderschöne alte Kaffeemühle, die ich sehr, sehr liebe und die bei uns in der Küche steht. Es gibt aber eine kleine Geschichte zu dieser Kaffeemühle und die würde ich euch jetzt gerne erzählen. Und zwar waren meine Eltern zu Besuch. Ich glaube, es war Ende August und wir waren in Düsseldorf, hatten einen wunderschönen Tag und kamen dann nach Neuss zurück und es war City-Trödelmarkt. Es war schon recht spät und ich glaube, viele Stände waren schon so im Aufräummodus. Da kann man ja die besten Schnäppchen machen, wenn dann noch was da ist, was einem gefällt. Und wir hatten so viel Glück. Wir haben so viele wunderschöne Sachen gefunden. Mein Papa hat dann tatsächlich Kaffeemühlen gekauft, 4 Stück, die auch spottbillig waren. Und ich durfte mir dann eine Kaffeemühle aussuchen und habe mich für diese hier entschieden. Die ist auch extrem staubig und super verrostet und ich liebe es. Ich liebe es. Und ja, die steht wie gesagt bei uns in der Küche und ich freue mich jedes Mal aufs Neue so sehr, wenn ich in die Küche komme und diese Kaffeemühle sehe, dann erinnere ich mich an diesen wunderschönen Tag und das füllt mich sofort mit Glück und Liebe. Deswegen wollte ich euch nur inspirieren, falls ihr ähnlich wie ich nicht so auf so Fotos und so steht. Also ich würde mir eher weniger irgendwie Fotos hinhängen und deswegen finde ich solche Erinnerungsstücke so wertvoll in der Wohnung, weil die sich einfach super gut so in die Deko integrieren lassen und dann einfach so schöne Erinnerungen beinhalten für einen selbst. Und ja, ich liebe das sehr. Wir haben zum Beispiel damals, als wir in Hongkong waren, haben wir so gemalte Bilder geholt in Hongkong und die hängen bei uns im Flur. Und jedes Mal, wenn ich im Flur bin und die Bilder sehe, dann denke ich daran zurück, was das für eine wunderschöne Zeit war. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Erinnerung bei euch stehen habt, was eher so ein dekoratives Teil ist und woran es euch erinnert, wenn ihr mögt. Auf jeden Fall liebe ich diese Kaffeemühle sehr. Aber wie gesagt, wir haben alle super schöne Sachen gefunden, vor allem so alte Dinge. Und ich habe die schönste Vase überhaupt gefunden. Die werde ich euch auf jeden Fall auch bald mal zeigen. Die hat 4 Euro gekostet. Und das ist einfach so schön, macht mich sehr glücklich. Eine Sache, die ich auch unbedingt nochmal erwähnen wollte, vor allem auch, weil ich einen Taste-Test dazu gedreht habe hier auf dem Kanal, sind die Naughty Nuts Nussmusse, vor allem Choco Crush und Salted Caramel, meine beiden Lieblingssorten, die sind jetzt eigentlich tatsächlich auch wirklich leer. Also ich werde es bis zum letzten Tropfen auskratzen, aber dann ist auch finito und ich muss was Neues bestellen. Aber vor allem Choco Crush, oh, es ist einfach, ich muss da kurz dran riechen. Oh, es ist einfach traumhaft, einfach traumhaft. Und Salted Caramel mag ich tatsächlich wirklich doch auch sehr, sehr gern. Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber sehr, sehr lecker. Beides sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich nutze mal ganz kurz den Moment, euch etwas zu fragen. Ich filme persönlich immer super gerne Taste-Tests. Also mir macht das sehr viel Spaß. Und ich glaube, demnächst mache ich mal wieder so ein neues vegane Neuheiten-Video. Und ja, Rezepte-Videos wird es sowieso auch immer hin und wieder geben, obwohl das wirklich immer auch extrem viel Arbeit ist. Und ich da immer gucken muss, wie viel ich sonst so zu tun habe. Aber ich hab voll Bock, Videos zu filmen. Manchmal weiß ich aber nicht so richtig, was euch gefallen würde. Deswegen, falls ihr Inspiration habt oder Videowünsche, gerade auch so im Hinblick auf die Weihnachtszeit, dann lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde eigentlich auch ganz gerne viel mehr vloggen. Und irgendwie
habe ich aber das Gefühl, dass mein Alltag einfach zu langweilig ist und es irgendwie gar keinen Mehrwert hat für irgendwen und einfach nur sehr langweilig anzusehen. Aber ihr könnt mich das ja immer gerne wissen lassen. Ich hatte gestern auf einmal die Schnapsidee, dass ich vielleicht Vlogmas machen möchte. Auf jeden Fall nicht jeden Tag. Also das kriege ich zeitlich nicht gebacken. Aber vielleicht alle paar Tage. Ich liebe Weihnachten, ich liebe die Weihnachtszeit und ich glaube, da könnte ich zumindest hin und wieder so Sachen finden, womit ich dann die Vlogs aufwerten könnte, die so einen weihnachtlichen Kontext haben. Aber ja, lasst mich das gerne wissen. Wenn euch sowas interessieren würde, dann muss ich auf jeden Fall im November ein bisschen reinhauen und mir ein bisschen Platz und Zeit freischaffen für den Dezember. Aber das fände ich eigentlich sowieso ganz schön, wenn ich das schaffe. Aber ich bin auf jeden Fall offen für eure Wünsche und Anregungen. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt super gerne in die Kommentare. Dann kann ich mir das mal durchlesen und gucken, was ich davon umsetzen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich schon vor langer, langer Zeit meine Nägel aufgegeben. Dadurch, dass ich Gitarre spiele, habe ich da auch nicht so allzu große Erwartungen, dass meine Nägel jetzt super schön aussehen. Ich benutze jeden Tag Klarlack, einfach aus dem Grund, wenn ich keinen Klarlack benutzen würde, dann wäre von meinen Nägeln, glaube ich, mittlerweile nichts mehr übrig. Etwas, was mich aber immer gestört hat an meinen Nägeln war meine Nagelhaut. Dadurch, dass ich nie irgendwie eine professionelle Maniküre hatte, wusste ich auch nicht wirklich, wie ich das angehen soll. Ich glaube, manche Leute fräsen sich die weg. Das klingt für mich total gruselig. Aber ich habe mich dann in der Drogerie auf die Suche gemacht nach etwas, womit ich meine Nagelhaut so ein bisschen in den Griff bekommen kann. Und habe dann diesen Cuticle Remover von Essence gefunden und muss sagen, dass der mir wirklich richtig gut gefällt. Das sieht eigentlich aus wie so ein Nagellack, hat so einen kleinen Pinsel und so eine Flüssigkeit, das ist so ein bisschen so gelig, was man quasi auf die Nagelhaut aufträgt und dann wartet man 15 Sekunden und dann kann man das Ganze so zurückschieben mit so einem, wie heißen die, Rosenholzstäbchen oder ich habe das in meinem Nagelset drin, so aus Kunststoff. Und damit funktioniert das wirklich erstaunlicherweise ziemlich gut, zumindest für meine Bedürfnisse. Ich habe da jetzt auch nicht so die allzu großen Erwartungen dran gehabt, aber es macht einem das auf jeden Fall wesentlich einfacher. Die Rezensionen im Internet sind sehr durchwachsen. Viele haben gesagt, das macht die Nägel kaputt, wo ich mir immer so denke, du sollst es ja auch nicht auf deinen Nagel auftragen, sondern auf die Nagelhaut. Also ich muss jetzt sagen, ich habe da nichts bemerkt, dass meine Nägel darunter leiden. Deswegen, falls ihr auf der Suche seid nach so einem einfachen, kleinen Zeug, was eure Nagelhaut einfach weich macht und dann einfacher die zurückzuschieben. Ich habe das nämlich immer mit so Öl probiert oder einfach mit so Feuchtigkeitscremes und so und es hat nie funktioniert, aber damit funktioniert es, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war es von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Mein Freund hat mir ein Teechen gebracht. Das heißt, ich werde jetzt Tee trinken und dann dieses Video hier schneiden. Und wollte ich noch was sagen? Ach so, falls ihr Monatsfavoriten habt, dann schreibt sie super gerne in die Kommentare. Denkt auch an die Videovorschläge, wenn ihr welche haben solltet. Und dann hoffe ich, dass ihr noch einen ganz wundervollen Tag habt oder Abend oder morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüssi!